Wie schaut es in der Unterstützungskasse, wie schaut es in der Unternehmenskasse aus? Hier macht der Mitarbeiter ebenfalls einen Gehaltsverzicht. Von 2.000 Euro werden ebenfalls nur 1.900 versteuert. 100 Euro bleiben steuerfrei und sozialversicherungsfrei. Diese bleiben jetzt jedoch im Unternehmen. Sie verlieren und sie verlassen das Unternehmen nicht, sondern stehen liquiditätsmäßig dem Unternehmer zur Verfügung. Warum macht der Mitarbeiter das? Er macht es ganz einfach, weil der Arbeitgeber sagt, lieber Mitarbeiter, wenn du mir die 100 Euro lässt, wenn wir aus den 100 Euro eine betriebliche Alterssorge für dich bilden, verzinse ich dir diese 100 Euro mit 2,25, 2,5% beispielsweise. Aus Arbeitgebersicht ist das natürlich hochinteressant. Der Arbeitgeber hat dadurch vom Mitarbeiter ein langfristiges Darlehen, vielleicht für eine Zeit von 30, 35 Jahren, ein extrem zinsgünstiges Darlehen, die 2,25, 2,5%, vielleicht auch 3%, die der Arbeitgeber dem Mitarbeiter zugesagt hat, ein absolut sicherheitenfreies Darlehen, der Arbeitgeber braucht keine Sicherheit stellen und natürlich ein Darlehen zur freien Verfügung. Für den Unternehmer an dieser Stelle hochinteressant. Es können natürlich auch andere Gehaltsbestandteile wie vermögenswirksame Leistungen in die Unternehmenskasse eingebracht werden und auch hier natürlich Steuer- und Sozialversicherung, in dem Fall Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gespart werden. Die Kosten, die Verwaltung, die Gewinne, Provisionen bei einer Versicherungslösung anfallen, die bleibt als Wertschöpfung, als Mehrgewinne im Unternehmen und auch die kann dazu dienen, die Versorgung der Mitarbeiter zu fördern und zu stärken. Normalerweise machen die Arbeitgeber eins. Sie sagen, lieber Mitarbeiter, wir machen dir auf deine Entgeltumwandlung eine zweite, davon unabhängige Zusage als Arbeitgeberzusage in Abhängigkeit von deiner eigenen Sparleistung. 30%, 20%, 50%, je nachdem. Vielleicht auch unterschiedlich nach Mitarbeitergruppen, je nach strategischer Wichtigkeit im Unternehmen. Immer unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes. Das heißt, von diesen Mehrgewinnen bekommt der Mitarbeiter noch einen Zuschuss. Aus Arbeitgebersicht führt es dazu, dass mehr Mitarbeiter sich an der Gehaltsumwandlung beteiligen und die Mitarbeiter, die sich beteiligen, tendenziell mit höheren und größeren Beträgen sich beteiligen. Genau den Effekt, den der Arbeitgeber möchte. Wenn natürlich die 100 Euro sich ab dem ersten Euro und nicht nur 65% davon mit zum Beispiel 2,25% verzinsen, statt bei der Versicherungslösung 65% verzinsen, nicht mit 1,75%, ist nämlich klar, dass der Arbeitnehmer eine deutlich höhere Ablaufleistung hält, eine deutlich höhere Rente oder auch eine deutlich höhere Kapitalzusage. Das hat nämlich den Effekt, dass der Mitarbeiter sich an den Arbeitsplatz gebunden fühlt. Wir haben eine Bindungswirkung, wir haben Vorteile in der Mitarbeitergewinnung, in Motivation und Zufriedenheit. Der Vorteil ist aber noch an zweiter Ebene, die Mehrgewinne, die Überschüsse, die erzielt werden, betriebswirtschaftlich. Das heißt, der Arbeitgeber verdient mit der Entgeltumwandlung, die er für 2,5% bekommen hat, mehr als diese 2,5%, bleiben hier natürlich Gewinne übrig zur Arbeitsplatzsicherung, zur Unternehmensstabilität, zur Wettbewerbsstärkung, einfach zur Stabilisierung und Festigung der Krisensicherheit des Unternehmens. Für den Arbeitnehmer ist das Ganze zu jeder Zeit insolvenzgesichert durch den gesetzlichen Pensionssicherungsverein. Er hat deutlich höhere Leistungen und der Arbeitgeber hat seinen betriebswirtschaftlichen Vorteil. An der Stelle gewinnen und verdienen beide, der Arbeitgeber und auch der Arbeitnehmer. Es gibt im Ganzen einen einzigen Verlierer, die Versicherungsgesellschaft, die hier nicht notwendig ist bzw. in diesem System keine Verwendung findet. Im Ergebnis das Grundmodell sehr einfach, die Ausgestaltung immer speziell auf das Unternehmen zugeschnitten, speziell auf das Unternehmen abgestimmt, dass die betrieblichen Anforderungen und Wünsche rechtssicher und sauber betrieblich umgesetzt werden können.